Liebe Schlagzeugerinnen-Gemeinde, herzlich willkommen bei Boomzack, dem Schlagzeug-Podcast. Heute mit dem großartigen Martin Bach, Schlagzeuger, Songwriter, Produzent. Unter anderem vom Art-Pop-Trio Mocke Malheur aus Berlin und dem britischen Sänger David Gaffney. Heute geht's rund um das Thema Sound and Simplicity. Und wie ihr merkt, ist der Martin für jeden Spaß zu haben. Hey Andi, geil, dass du hier bist. Hier ist wieder dein Udo Lindenberg. Ja, und wir haben heute eine geile Sendung. Und zwar Boomzack, ja! Geil, dass du hier bist. Hey Udo, ey, dich mal hier bei mir bei Boomzack zu erleben, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Unglaublich. Ja, ist wirklich echt geil, dass ich da sein darf. Leute, wie ihr wahrscheinlich seht, es ist nicht Udo Lindenberg, aber noch viel besser, es ist Martin Bach, mein Schlagzeugkollege, den ich kenne aus der Wiener Musikerszene und vom Drumtrainer Berlin, was ihr wahrscheinlich auch kennt, die Trommelschule von Dirk Erchinger. Martin, schön, dass du hier bist. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, seit wann spielst du Schlagzeug? Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Hast du Unterricht genommen? Ja, nein. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist als Schlagzeuger? Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf, Andi, dass du mich eingeladen hast. Mir eine Ehre. Ich habe angefangen mit 11 Schlagzeug zu spielen. Und damals war es noch ganz lustig, weil man da sozusagen noch mit den Lehrern an der Musikschule ein bisschen verhandeln musste, weil die gesagt haben, du sollst nicht zu früh mit Schlagzeug anfangen. Da hieß es so, ja, werd erst mal 12 oder 13 und so. Und heutzutage weiß man ja, dass man eigentlich nie früh genug anfangen kann. Also ja. Du kannst ja mit 3 Jahren am besten fängst du an. Ne? Darf ich da einhaken? Ich weiß, dass du auch aus dem Bayerischen kommst. Genau. Ja, da haben wir Gemeinsamkeit, gell? Und aber wo genau bist du nochmal aufgewachsen? Ich bin in München aufgewachsen, aber am Stadtrand, also okay. im Westen. Doch ein bisschen ländlicher dann. Ja, ein bisschen der Speckgürtel sozusagen. Weil auch, und die Musikschule, wo du da meintest, da musste man fast ein bisschen verhandeln bezüglich des Alters. Das klingt jetzt nicht nach München Großstadt, ich gehe an eine Schlagzeugschule und die sagen, mit 11 bist du noch eigentlich zu früh dran, also selbst damals. Ja, also, genau, das war damals einfach noch ein bisschen eine andere Denkweise und... ja, also auch wenn man das Unterrichten sich anschaut, ich habe dann Unterricht genommen und dann hatte man so einen Raum, der war natürlich ganz mit vielen Instrumenten, aber wenn man ein bisschen laut gespielt hat, kam gleich der Saxophonlehrer, hat sich beschwert. Sowas wie heutzutage selbstverständlich ist. Ne? Wir machen Unterricht mit Playbacks, das heißt, wir haben Boxen aufgestellt, wir spielen zu Loops, wir spielen zu Musik. Das gab es alles nicht. Da gab es ein Blatt Papier auf dem Notenständer und da hieß es, jetzt spiel mal Boom, Chuck, Boom, Boom, Chuck. Das heißt Zack. Ach so, zack, ja, Entschuldigung. Das heißt, bumm, zack, bumm, bumm, zack, genau. Also eine völlig andere Herangehensweise war damals noch. Und mein großes Vorbild war aber dann ganz schnell natürlich Lars Ulrich. Klar, dessen Vorbild ist es nicht. Wow, ja. Und mein weißes Tama-Schlagzeug, was da hinter dir steht. Ja, sieht man es so hier im Ausschnitt? Ist mein erstes Schlagzeug und auch das habe ich deshalb unbedingt haben wollen, gebraucht von einem Kumpel. Weil es natürlich ein weißes Tama war und Lars Ulrich damals auch ein weißes Tama gespielt hat. Ich kann es 100% nachvollziehen. Und das ist einfach so, ja, da werden Kinderträume wahr. Und dann bist du auch mit der harten Heavy-Metal-Musik aufgewachsen oder was hast du alles gehört? Genau, ich habe dann viel, damals habe ich natürlich auch alles Mögliche gehört, auch so ein bisschen, da kam ja auch Hip-Hop auf, so Run-DMC habe ich gehört, solche Geschichten und... natürlich auch dann ganz viel Metal und aber auch immer so ein bisschen Rock. Und dann in den 90ern begann es ja so mit dieser Phase mit den Seattle-Bands. Ja, ja. Und das hat mich dann immer mehr gekriegt als die Metal-Bands. Also ich bin ein bisschen softer geworden sozusagen, was das betrifft. Und habe dann eher Pearl Jam gehört und Nirvana natürlich. Ja. Also mein großes Vorbild Dave Grohl natürlich und der andere Dave bei Pearl Jam, Dave Abruzzese. Das waren so die Drummer, die mich total motiviert haben, wo ich einfach gesagt habe, cool. Ja, absolut. Die hatten ja auch beide einen Mörder-Groove und Energie. Auf jeden Fall. Und es war eine geile Energie und die haben alles live gespielt. Das hat mich auch eben überzeugt, dass es sozusagen nicht es wurde nicht poliert oder so, sondern es wurde einfach rausgehauen. Ja, verstehe. Okay, nochmal zurück zu deiner Schlagzeug-Unterrichts- oder insgesamt Karriere. Wie ging es dann weiter oder wann hast du die ersten Band-Musikerfahrungen gesammelt? Genau, ich habe dann relativ früh, nachdem ich 2 Beats spielen konnte, mit meinem besten Kumpel das erste Duo gegründet. Punkrock. An der Gitarre. Ja, der hatte dann noch
damals auch nur wenige Sachen gelernt, weil er auch erst wenige Stunden hatte. Dann war, ich glaube, Paranoid von Black Sabbath war eines der ersten Stücke, was wir gespielt haben. Und dann haben wir auch Hang on Sloopy gespielt von The Beatles, um dann aber schnell auch umzuschwenken. Und dann haben wir Green Day gecovert und solche Sachen. Ja. Und ist da habt ihr dann ein paar Konzerte auch gespielt? Ist da wirklich? Ja, wir haben Kellerkonzerte gespielt. Also Kellerkonzerte. Geil. Und ein Musikschulkonzert, wo der Saal sich dann immer mehr geleert hat. Oh, ja, aber natürlich auch aufgrund der Lautstärke, die wir da rausgehauen haben. Okay, und wart ihr da nach wie vor nur zu zweit? Nee, ist noch der Bruder eingestiegen und dann waren wir schon ein Trio und dann hatten wir noch einen Gitarristen. Das heißt, wir waren dann schon irgendwann mal auch zu viert. Das hat dann immer auch so ein bisschen gewechselt, je nachdem, wer gerade Zeit und Bock hatte und so. Und es war ja mehr so ein Lifestyle-Thema. Ne? Also wir machen ein bisschen Musik, dann gehen wir ein bisschen skaten auf der Brücke und dann, weiß ich nicht, spielen wir ein bisschen Tischtennis. Also es war einfach irgendwie so ein Lifestyle-Thema. Und wann kam der Moment bei dir, wo du gesagt hast, geil, das Schlagzeugspielen und Musik machen macht mir so viel Spaß, das will ich auch einfach professionell einfach. Der kam bei mir sehr spät. Weil ich eigentlich immer dann irgendwann mal so, ich hatte dann so ein bisschen so eine arrogante Rock'n'Roll-Einstellung. Ich dachte so Liam Gallagher-mäßig, wenn man sagt, ich muss ja eigentlich nichts können, weil es ist ja Rock'n'Roll. Diese Einstellung habe ich sehr lange durchgezogen. Um dann aber mit 18 oder so nochmal zu sagen, das kann es irgendwie alles nicht gewesen sein. Und ich fühle mich total limitiert, auch wie ich spiele. Aber du, in dieser Zeit, wo du meintest, du hattest so diese arrogante Rock'n'Roll-Attitüde, da hast du trotzdem aber schon weiterhin einfach immer gespielt. Ich habe immer wieder gespielt, aber nicht wirklich geübt. Also ich habe nicht gesagt, okay, jetzt spiel mal was langsam, jetzt spiel es mal zum Tempo, zum Klick, versuch mal irgendwie das sauber hinzukriegen und so. Das habe ich eher nicht gemacht. Ich habe einfach so aus guter Laune dann gespielt. Interessant. Aber ich habe die Stöcke nie aus der Hand gelegt und habe auch... Dann hatte auch ein relativ großes Unterrichtsloch, weil mein Lehrer damals eben aufgehört hat. Und dann, wie es dann so ist, habe ich irgendwie mit dem Neuen, kam ich nicht so ganz klar. Und das ist auch so eine Sache, da sollte man immer aufpassen, wenn man irgendwie einmal ein Instrument gut findet, sollte man es nicht vom Lehrer abhängig machen. Mhm. Und dann lieber den Lehrer wechseln, weil das Instrument kann ja nichts dafür, absolut, mit wem man da irgendwie zusammensitzt. Ja. Aber das war dann auch alles nicht so schlimm und ich habe dann... eben später nochmal, relativ spät dann angefangen, nochmal von null eigentlich. Ja, klar. Wirklich nochmal Technik zu sagen, okay, wie geht es, wie halte ich die Stöcke und so weiter. Und, die Reise geht natürlich bis heute weiter und endet ja auch nie. Ja, nee, das wissen wir ja auch. Also. Was aber schön ist, weil es einfach Spaß macht, immer dazu zu lernen irgendwie. Und ich habe dich ja vor allem, also deshalb die nächste Frage, weil ich habe dich ja auch total als krassen Band-Drummer kennengelernt und mit total viel Liebe zur Musik, Liebe zum Detail, zum Sound. Wie hat sich das dann für dich entwickelt? Also welche Bands kamen dann ab 18 oder wie hat sich das musikalisch? Also was für Stilistiken hast du gespielt und in welchen Bands dann? Also wie gesagt, das ging dann so ein bisschen in diese California-Punk-Richtung. Mhm. Solche Bands wie NoFX haben mich dann damals, haben uns inspiriert oder eben aus Kanada Propagandy und solche Sachen. Kenn so. Ich gar nicht. Okay. Auch sehr politische Bands, die einfach sehr schnell gespielt haben, aber auch sehr melodisch. Okay. Das fand ich immer spannend. Ja. Und dann aber irgendwann mal wird man älter und interessiert sich für andere Sachen und dann guckt man sich an, was gibt es alles und dann fängt die Suche nach der Identität eigentlich nochmal von vorne an. Ja, weil wenn ich mit 14 sage, ich bin jetzt ein California-Punker und lebe aber in Süddeutschland, ist es halt erstmal so, dass ich mich mit was identifiziere, aber es hat natürlich noch nichts damit zu tun, was mein eigener Stil vielleicht mal werden könnte oder was für mich interessant ist an Musik. Und von daher habe ich dann plötzlich dann später Sachen gespielt, die ich früher nie für möglich gehalten hätte. Also ich bin auch stilistisch in Ecken angekommen mit Musikern, die aus völlig anderen Richtungen kommen. Ja. Also das ist eine völlig andere Welt. So. Ja. Das kann man nicht zusammenfügen. Ja, an der Stelle, er hört da wahnsinnig gerne mal rein, das hätte ich sowieso gesagt, Mocke Malheur, weil damit habe ich dich ja auch oftmals live gesehen. Ist wirklich super interessante Musik und wahnsinnig gut gemacht. Und ihr seid ja nur zu dritt. Mhm. Und kommen wir jetzt aber einfach auch mal dann irgendwie gleich dazu, zu dem Thema oder zu dem, wo du sagen würdest, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist ja schon wirklich dieses, um das mal kurz zu sagen, also ich hab dich, weiß ich nicht, auf an die 10 Konzerten, würde ich sagen, erlebt von ziemlich großen Clubbühnen bis hin zu auch mal in einem kleinen Café zum Beispiel, wo du, glaube ich,
Cajon als Bassdrum benutzt hast, genau, mit ein paar Shakern und Geschichten. Also es wäre irgendwie gar nicht das meine, also wo du dir wirklich Gedanken machst, wie kannst du für den Rahmen den optimalen Sound für die Musik, für die Umgebung kreieren. Also sehr, sehr ausgetüftelt, durchdacht und mit aber ganz viel, merkt man, Liebe zum Detail. Nochmal dahingehend jetzt die Frage, wie hat sich das entwickelt? Was war das für ein Prozess? Das war eigentlich der Prozess, dass ich gesagt habe, ich brauche ein Equipment, was für eine kleine Location gut klingt, aber was auch nicht so viel Stress bereitet, eben mit dem ganzen Transport und so. Ne? Ja. Also wenn ich so ein Set jetzt hier überall mitnehmen würde, ist einfach ein wahnsinniges Geschleppe und dann ist es aber auch viel zu groß. Oft ist die Bühne gar nicht so groß gewesen, wenn du in irgendeinem kleinen Club oder in einem kleinen Café irgendwo spielst. Also das sollte da eben praktikabel sein. Ja. Und dann habe ich eben mit einer umfunktionierten Cajon als Bassdrum angefangen und habe dann irgendwie eine Snare dazu genommen und noch die Kiste von meinem Fußpedal, die aus Karton besteht und die ich dann mit einem Besen als Hi-Hat benutzt habe. Das ist ja ich weiß gar nicht, ob ich da mal ein Gig gesehen habe, wo du das gespielt hast. Das habe ich sehr lange auch gespielt. Aber das klingt ja wirklich abgefahren. Wie kamst du auf die Idee, eine Pappkiste zu nehmen und da mit dem Besen drauf zu spielen? Naja, dass man mit dem Besen auf Karton spielt, ist jetzt nicht von mir erfunden worden. Das machen ja viele. Nur sozusagen, dass man es in ein Set einbaut. Ja. Das habe ich jetzt sonst noch nicht gesehen, aber das war mir in dem Fall auch ein bisschen egal, sage ich mal. Es war meine Motivation, dass ich sage, wie kriege ich einen Hi-Hat-Sound, der knackig ist, aber der nicht so spitz ist oder so laut werden kann wie eine normale Hi-Hat. Ja. Und auch doppelt so leicht ist im Transport. Ja. Auf jeden Fall. Aber das finde ich super, super interessant. Das kam aber praktisch so, wenn ich dich richtig verstanden habe. Okay, ich habe jetzt eine Band und wir können ein paar Gigs spielen. Das ist aber in wirklich kleineren Locations. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich da meinen Sound transportieren? War das dieser Weg oder hast du dir schon vorher Gedanken gemacht und dann kam der Gig in einem kleinen Café und du dachtest dir, cool, da passt es ja optimal. Mit der Cajon Bassdrum zum Beispiel. Ich würde sagen, es ist ein fließender Prozess. Es hat sehr minimalistisch angefangen. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, mir fehlen so ein paar Sounds. Ja. Und dann habe ich eben angefangen eben mit Woodblocks. Dann habe ich angefangen, auch ein Crashbecken wieder zu nehmen, damit ich auch ein Crash Ride zu benutzen, damit ich beide Sounds habe, Crash und Ride in einem Becken. Und dann kamen immer so ein paar Gimmicks dazu. Dann habe ich mir irgendwann mal dieses Gitarren-Delay-Gerät gekauft und habe dann meinen eigenen Sound, das Mikrofon, mich selber dann noch ein bisschen mit dem Delay gedubbt sozusagen. Cool. Und einfach weil oft die Technik in kleinen Locations halt nicht so da ist und nicht so ausgetüftelt ist, dass du dir selber sagst, ich weiß aber, für den Refrain oder für den Part oder den Song wäre das geil, also produziere ich es selbst. Genau, ja. Also das selber zu machen und natürlich auch dann den Sound auch parat zu haben, den man dann auch in dem Moment will. Und dann kam irgendwann mal, da waren wir im Studio in Österreich, dann kam irgendwann mal in der Produktion... Mit Mocke Malheur. Genau, ja. Dann kam irgendwann mal Rototoms noch dazu, weil die in 80er, einem Song, geil, in einem Song sich gut gemacht haben und dann hatte ich plötzlich immer hier Rototoms noch dazu. Ich schicke dir mal ein Foto, vielleicht kannst du das auch einblenden oder was sehr auch immer. Sehr gerne. Da sieht man nochmal mein Setup, wie es damals eben war. Genau. Und das war aber dann nicht mehr mit Besen auf der Kiste, oder? Da hatte ich dann irgendwann mal beides. Ich hatte dann meine Hi-Hat und die Kiste mit dem Besen. Ja. Und hattest du bei diesen, nennen wir es mal, ohne es downgraden zu wollen, das Kisten-Setup, waren da trotzdem Toms noch irgendwie am Start? Ein Floor-Tom hatte ich immer noch, ja. Okay, also du hattest rechts neben dir Floor-Tom und die Kiste. Genau, ja. Okay, und war da teilweise aber gar keine Hi-Hat oder irgendwas in die Richtung bei dem Setup zum Beispiel Anfänglich gab es gar keine Hi-Hat und später gab es dann eine. Okay. Ja.
Und da war es aber auch so, hast du deinen linken Fuß zum Beispiel dann gesagt, cool, dann stelle ich mir da irgendwie was hin, wo ich eine Kuhglocke ein bisschen bedienen kann oder einen Woodblock oder nee, oder? Ich habe mir dann so Schellen um den Fuß gebunden anfänglich und habe dann da so ein bisschen Offbeat oder Beat gespielt, so, dass es so ein bisschen mitläuft. Also der Klassiker in dem Sinne. Also für diejenigen von euch, denen es nicht so klar ist, also das ist durchaus gebräuchlich, sowas einfach zu machen, sich da tatsächlich in die Socke, in den Schuh was reinzustecken oder rumzubinden und damit einfach so ein shaky... Und so einen coolen Sound noch dazu zu erzeugen. Ja. Finde ich super interessant. Lass uns mal zu diesem wunderschönen Setup trotzdem jetzt einfach kommen. Mhm. Genau, also ich habe jetzt ein Set hier von Ludwig stehen und wie man sieht, ist es auch recht überschaubar. Es ist kein großes Set, aber ich finde die... Also für mich macht es gerade Sinn, da zu spielen. Ich habe eine 20er Bassdrum, die ist nicht so groß, aber trotzdem irgendwie knackig. Und genau, ich habe gerne auch tief gestimmte Drums. Ich kann ja mal das Tom anspielen. Ja, das ist ein 12er, oder? Das ist ein 12er Tom, genau. Also es ist schon wirklich tief für einen 12er. Mhm, ich muss sagen, genau. Selbst ich als Air-Rock-Drummer mit meinem 12er wahrscheinlich nicht so tief stimmen. Okay. Aber was hat das für einen speziellen Hintergrund, dass du diesen tiefen Sound magst? Du einfach, weil der irgendwie wärmer ist und sagst du, oder das passt einfach zu der Musik, die ich hauptsächlich mache? Ja, also wie gesagt, das ist das Thema Geschmack. Es ist immer auch ein bisschen Geschmack. Grundsätzlich ist es so, da ich die Toms häufig sehr tief stimme, dass sie auch nicht so lange nachklingen. Ja. Das heißt, auch in der Live-Situation kennen wir das, dass der Tonmischer dann irgendwie den Klang unterbrechen muss in seiner Länge. Das nennt man ja dann Gaten. Mhm. Weil wenn du Toms hast, die dann dumm, 7 Sekunden lang, dann machst du die ganze Musik kaputt. Dann hörst du vom Sänger nichts mehr, weil dein Tom immer noch nachklingt. Und so habe ich vielleicht dann auch ein bisschen eine Konfiguration, die da die Arbeit schon leichter macht oder die einfach knackiger ist, sozusagen. Ja. Das ist dann der Vorteil so von Konfiguration. Und du hast ja hier auch noch, das ist ein 16er, ja, dein Floor-Tom, spiel doch das auch gerne in der Vornummer. Ja, das ist schon fast Bassdrum-artig von der tiefen Stimmung. Spiel doch mal ganz kurz das Set vielleicht insgesamt noch mal ganz gerne. Okay, ja klar. Einfach mal hören. Also Snare... Ja, also ich versuche mir einfach zu jedem Song einen Beat zu überlegen, der sozusagen auch wiedererkennbar ist, aber der auch dem Song optimal irgendwie zuspielt. Ja. Ja, der Prozess ist eigentlich immer, dass man sozusagen alles überprüft, ob es wirklich nötig ist. Also welcher Schlag ist noch zu viel? Ja, genau. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass du natürlich auch... den Schlag immer verdrängst. Also durch die Kompression der Musik wird sozusagen ein Schlag oft verdrängt. Das heißt, wenn ich jetzt gleichzeitig Hi-Hat und Bassdrum spiele, kann es eben passieren, dass man entweder nur die Hi-Hat hört oder nur die Bassdrum.
Weil es sich dann einfach wegdrückt, sozusagen. Ja, und die Sounds dann überlagern, genau. Und Frequenzen eventuell sich auch. Genau, ich bin da auch kein Spezialist. Da müsste ich nochmal meinen Spezialisten fragen, was da genau passiert. Aber es ist sozusagen auch durch die Kompression eben so, ja, dass man eben dann das gar nicht mehr hört, dass die Schläge ursprünglich mal zusammen waren, weil sich einer dann so stark durchsetzt. Ja. Und wenn ich dies aber vorwegnehme und sage, okay, ich will das gar nicht, sondern dann spiele ich nur die Schläge, die man eigentlich hören würde. Und ja, die liegen ja dann in den Pausen jeweils dazwischen. Ja, natürlich. Und so kann man sich das denken. Und dadurch wirkt natürlich der Klang von einer Trommel auch noch stärker nach. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel spiele, auf dem Album, was ich gerade aufgenommen habe mit David Gaffney, da habe ich einen Beat, der geht so. Und wenn ich jetzt nur die Bassdrum nehme, die jetzt hier in dem Raum natürlich nicht so schön klingt wie da im Studio, und ich habe es ja auch ein bisschen anders gestimmt, aber dann höre ich so richtig, wie das Fell so schlackert, und ich höre den Wind und ich höre auch noch die Snares, wie sie mitklingen. Also ich habe einen ganz eigenen Klang. Wenn ich aber so spiele, verdränge ich mit der Hi-Hat schon wieder diesen Sound, so wie er ursprünglich da unten klingt in der Bassdrum. Ja. Also ich schaffe Platz für den jeweiligen Klang, so kann man es eigentlich sehen. Ja klar, und bestimmt den Snare-Sound dann genauso. Und die Snare genauso, genau, weil wenn ich die Snare ohne Hi-Hat spiele, klingt sie anders, als wenn ich sie mit Hi-Hat spiele, ne? But my breath won't wait for no one. And then I. Was sind denn noch so Grooves von dein, also mit Mockermaler, mit David Gaffney, wo du jetzt auch ein Album produzierst gerade. Genau, da habe ich auch, auch einen lustigen Beat, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege ihn auch noch her. Also ich spiele auch quasi wieder wenig Hi-Hat und muss aber da auch wieder aufpassen, dass sie nicht zu laut rausschießt und so. Ja. Hab aber da. Genau, und dadurch habe ich halt auch einen sehr offenen Beat. Ja, ja. Und sehr, sehr cool. Also sehr ausgetüftelt, sehr ausgecheckt alles. Wenn du den Beat im Studio aufnimmst, gehst du auch mit der ganzen Batterie von, okay, ich habe 7 Snares, ich habe 4 Hi-Hats, ich nehme alles mit und wir gucken, was für die Produktion am besten passt? Oder bist du eher derjenige, der sagt, ich nehme nur die 2 Hi-Hats mit, nur die 2 Snares. Ich stimme vielleicht die Toms mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, und das muss dann reichen. Mhm. Oder nimmst du irgendwie den ganzen LKW voll mit allem, was du anzubieten hast? Ja, ist ganz lustig. Ich bin mal ins Studio gefahren für die letzte Mockemalur-Platte und habe dann tatsächlich irgendwie Snares vergessen und hatte nur eine. Und habe die dann wirklich rauf und runter gestimmt und hat aber alles funktioniert. Ich habe die Fälle gewechselt, ich hatte andere Fälle dabei. War eigentlich kein Problem. Ich hatte auch tiefe Sounds gut drin. Ja. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man weiß, was man sagen möchte. Und wenn ich vorher schon eine Idee habe und sage, bei dem Song würde ich gerne dieses Snare zum Beispiel nehmen, dann mache ich das ganz bewusst. Ja. Aber dann fange ich nicht an, im Studio jetzt alle Snares durchzutesten oder sowas. Klar. Und am Ende höre ich überhaupt nichts mehr und weiß, was passt eigentlich für den Song? Ich weiß es nicht. Ne? Ja. Also ich muss es schon vorher wissen, wie ein Maler, ich muss vorher wissen, welche Farbe will ich haben. Und dann mische ich mir auch genau diese Farbe zusammen und gehe auf die Leinwand. Schönes natürlich, Bild. Ja, man kann schon rumprobieren, das ist schon auch, das mache ich ja auch viel. Aber ohne eine Vorstellung bist du ja in der Produktion völlig verloren. Denk erstmal an die elektronische Produktion. Du hast alle Möglichkeiten heutzutage, du kannst alles postproduktionsmäßig triggern und tausendfach ersetzen und ich weiß nicht was. Das ist ja die Büchse der Pandora, wenn du nicht weißt, was du willst. Nochmal, weil ich das so interessant finde, also du hast vorhin erwähnt mit dem anderen Setup, wo du diese Kiste hattest und ein paar Woodblocks und so weiter. Ich meine, da ist ja von diesen Sachen an dem Setup jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Hattest du auch mal ein Setup, wo du alles gemixt hast, ja, wo das praktisch so war, plus die Rototoms, plus Woodblock, plus ich weiß nicht was alles? Genau, also ich habe tatsächlich unterschiedliche Sets. Mit Mockemalur zum Beispiel habe ich kein Tom, sondern habe ich noch eine dritte Zehner-Snare benutzt. Dann habe ich 3 Snares und ein Floor-Tom und auch noch Woodblocks. Also ich habe ein bisschen andere Sachen hier,
Was ich jetzt hier aufgebaut habe, ist so ein bisschen mein David Gaffney-Setup. Okay, ja. Weil das ein bisschen mehr in Richtung Singer-Songwriter geht. Das ist, da spiele ich weniger, ja, ich sag jetzt mal weniger artifiziell, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt nicht so, ich versuche auch nicht elektronische Klänge jetzt groß zu imitieren oder so. Sowas kommt da gar nicht vor, sondern ich bleibe eher bei sehr erdigen Sounds, die man jetzt aus den 70ern schon so kennt. Also ja. ich versuche jetzt da nicht das Rad neu zu erfinden oder so. Ja. Das versuche ich generell nicht, aber ich will nur sagen, es ist hier einfach ein viel einfacheres Setup und es soll eher erdig klingen und, ja. Und Rototoms würden da stilistisch keinen Sinn machen, ja, zum Beispiel. Ja. Martin, wie ist es, weil deine Schlagzeugparts halt eben so ausgecheckt sind? Das klingt jetzt für mich nicht so, als wärst du nur der Drummer und ich spiele so meine Parts dazu. Das klingt schon sehr danach und ich weiß ja auch mit Mocke Malheur, dass es eine gemeinsame Geschichte ist. Also wie sehr bist du als Schlagzeuger da in Songwriting zum Beispiel involviert? Also ich bin eigentlich in meinen Bands oder Projekten immer als Songwriter involviert, weil das auch etwas ist, was ich, glaube ich, anbieten kann und was mir Spaß macht anzubieten. Ja. Und da bin ich immer mit dabei, was Arrangement auch betrifft, aber eben auch, manche Songs sind entstanden, da gab es eine Textzeile, manche Songs entstehen aber auch da durch ein Drumbeat oder es gibt verschiedene Wege, die da irgendwie hinführen und für mich ist es einfach so, dass es mir unheimlich viel Spaß macht und mich sehr erfüllt, einfach Songs wirklich zu gestalten und zu schreiben. Ja, ja. Einfach mehr erfüllt, als jetzt, sagen wir mal, etwas einfach nur zu interpretieren, was ich gar nicht damit werten möchte, aber mir macht es sehr viel Spaß, eben irgendwie da an dem Ganzen mitzuwirken und hoffentlich auch sinnvoll mitzuwirken. Ja, ja, ne? Also. Ja, ja, klar. Und hast du da aber auch die Erfahrung also bei Mockerwalder, bei eurem Trio, da könnte ich es mir schon vorstellen, ihr trefft euch natürlich total auf Augenhöhe und jeder respektiert sich und dann war das aber von vornherein klar sozusagen, wir machen das so als Trio und wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam musikalisch und jeder darf irgendwie mit arrangieren und so weiter? Oder war das schon so, dass man gesagt hat, so das war auch ein Annäherungsprozess? Das ist immer ein Annäherungsprozess, weil du musst das, was du verlangst, musst du ja auch unter Beweis stellen. Das heißt, wenn ich da in einem Ensemble mit egal wem zusammenspiele und sage, ich möchte aber mitschreiben, und von mir kommen irgendwie keine sinnvollen Ideen oder man kann damit nichts anfangen oder ich ruder ständig in irgendeine Richtung, die stilistisch irgendwie keinen Sinn vielleicht macht oder was auch immer. Also ich muss mir dann schon auch meine Sporen verdienen. Am Ende muss man auch sagen, ja klar, schreibst du da mit, weil wir aber auch deinen Part brauchen. Wir brauchen auch deine Idee oder deinen Input. Ja. Ohne den klappt es vielleicht nicht so gut oder was auch immer. Also du musst schon das auch beweisen, jetzt nur sich hinzustellen und zu sagen, ja, dann endet man halt vielleicht eventuell dann ganz alleine und einsam in seinem Zimmerchen, wenn das halt so ist, wenn es schlecht läuft. Ja? Also es sollte sich schon dann über einen Prozess ergeben, dass das Sinn macht irgendwie. Und wie war das für dich und für euch sozusagen, wenn ihr eure Alben im Studio aufgenommen habt? Habt ihr immer mit Produzenten zusammengearbeitet? Habt ihr alles immer selbst produziert? Wie war das da? Wir haben alles Mögliche gemacht mit Produzent in Österreich, aber auch ohne Produzent in der gemieteten Scheune in der Uckermark. Klingt beides gut. Also man versucht ja auch verschiedene Wege und ich glaube, ob es da so einen goldenen Weg gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, den goldenen Weg kann man auch nur dann finden, wenn man mal ein paar Sachen ausprobiert hat. Ja. Man braucht immer die Erfahrung. Ne? Mhm. Und würdest du da, kannst du jetzt vielleicht auch für diejenigen, die uns gerade zuhören oder zusehen und da noch nicht so viel Erfahrung haben und bei denen vielleicht demnächst noch irgendwie eine Studiobuchung irgendwie ansteht, wo du sagst, kannst du eine kleine Empfehlung aussprechen, holt euch einen Produzenten oder eine Produzentin, die da irgendwie Plan hat von dem Stil und so weiter, macht es nicht ganz alleine vielleicht am Anfang oder sagt, seid mutig, macht es irgendwie selbst, traut euch aber auch mal Entscheidungen zu treffen, kannst du was empfehlen? Ich kann auf jeden Fall sagen, Bauchgefühl, denn sowas kann man nicht im Kopf entscheiden. Wichtig ist, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dass die Chemie stimmt und dass du dich wohlfühlst und entspannt fühlst, wenn du Musik machst. Weil wenn du im Studio bist und dann bist du total angespannt, kommt überhaupt nichts dabei raus. Ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wirklich einfach sich wohlfühlt. Und bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe,
als wir in der Scheune in der Uckermark, habe ich übrigens auch das Album mit David Gaffney eingespielt jetzt gerade. Das ist einfach ein riesengroßer Raum. Das ist alles aus Holz. Die Drums klingen da drin schon hammermäßig geil. Es ist einfach, es macht einen riesen Spaß, da zu spielen. Und oft in Studios habe ich so das Gefühl, es ist dieses Untertage-Gefühl. Da hat man keine richtigen Fenster und dann sind die Räume vielleicht auch kleiner und so. Und man hat auch den Druck, dass alles sofort irgendwie über die Bühne gehen muss. Ja. Für mich persönlich funktioniert es besser, Home-Recording-mäßig sich irgendwo einzumieten, wo der Klang gut ist, wo man sich von seinem Alltag loslösen kann und nicht eben da, wo man immer ist, weil dann löst man sich nicht von seinem Alltag. Und das kostet sehr viel also Energie und Zeit, wenn man versucht, Musik immer so dazwischen zu schieben. Ja, absolut. Deswegen, was ich empfehlen kann, ist, plant Arbeitsphasen, geht irgendwo hin, wo ihr nur die Musik macht, morgens aufstehen, frühstücken und dann Musik machen. Ja. Weil das ist einfach, was man da schafft an Produktivität, schaffe ich in keinem Alltag, kann ich nicht zwischenquetschen. Das ist eine coole Sache. Ist es einfach nur eine Scheune und ihr bringt die ganze Technik selbst mit oder ist es so eine Studioscheune? Nee, das ist absolut nur eine Scheune. Klar ist es für Menschen gemacht, also das ist jetzt nicht so, dass da Stroh liegt, sondern da kann man dann auch schlafen, unten gibt es eine Küche und so weiter und so fort. Also es ist schon ein quasi Ferienhaus, aber sehr spartanisch. Ja, ja. Sehr spartanisch. Und wir bringen natürlich alles an Technik selber mit. Ja. Heutzutage ja alles kein Problem mehr. Ja. Und dann haben wir natürlich auch Leute eben, die dann netterweise und mit denen ich schon lange zusammenarbeite, eben wie unser Keyboarder, der dann eben auch den Sound für David Gaffney jetzt gemacht hat, eben die Mikrofone auch eingestellt hat. Also mit Personen des Vertrauens zu arbeiten ist sehr gut, weil man dann am Ende eigentlich ziemlich sicher weiß, was rauskommt. Also, oder zumindest, dass das gut fehlerfrei ist. Ja. Und die Aufnahme nicht übersteuert und dann fährt man nach Hause und sagt, okay, jetzt kann ich alles wegschmeißen. Also es ist schon schön, wenn man dann so ein Netz hat von Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Ja. Aber für mich ist es das Entscheidende, ich will mich wohlfühlen, ich möchte nicht so im Stress auch sein und dann vielleicht mal draußen Tischtennis spielen zwischendurch, wenn ich merke, jetzt habe ich irgendwie keine Inspiration. Ja. Und im Studio ist es dann oft so, oh, time is money, krass, der Tag kostet mich 500 Euro, jetzt muss ich aber hier alles durchpeitschen, so nach dem Motto. Ja, jetzt muss man wirklich liefern. Genau, und heutzutage ist es ja alles nicht mehr notwendig, weil wir gute Technik haben. Wir haben bezahlbare Interfaces, die man kaufen kann. Mikrofone kann man sich auch mal ausleihen. Ja. Und mit dem Audioprogramm kann man auch, kostenlose Freeware, was weiß ich, nutzen. Die können auch unglaubliche Sachen. Genau, bezahlen. Also wir haben mit Freeware aufgenommen zum Beispiel. Cool. Ja. Ja, auch das mal, interessant zu hören, dass man auch geile Produktionen machen kann und man braucht jetzt nicht die riesen Pro Tools Anlage und oder die super coole 200.000 Euro alte Bandmaschine. So. Was alles schön wäre. Ja, wäre cool, aber muss einfach nicht sein. Abbey Road wäre schon schön, aber es ist halt Abbey Road im Schwarzwald dann nur. Ja, oder in der Uckermark. In der Uckermark, genau. Und weil ich es ja mitbekommen habe, das finde ich auch super spannend, zum Thema Produzieren, dass du David Gaffney auch zum Produzenten geworden bist. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also ich habe das Album jetzt produziert, wobei das nie geplant war, dass ich es produziere, sondern es hat sich so ein bisschen so ergeben. Ja. Und am Ende hat man gesagt, okay, du hast diese Entscheidungen quasi vorgeschlagen. Also produzieren heißt ja nicht, ich treffe eine Entscheidung und alle anderen halten die Klappe, sondern das heißt ja eigentlich eher im guten Fall, ich schlage etwas vor, weil ich sage, das wäre jetzt ein sinnvoller Weg, seht ihr das auch so? Ja. Und wenn die anderen sagen, ja, das sehe ich auch so, dann kann man diesen Weg auch gehen. Ja. Und so hat sich das eben ergeben, dass ich da wichtige Entscheidungen einfach getroffen habe oder beeinflusst habe. Ja. Wie das Ergebnis am Ende ist oder so, das muss man völlig anders nochmal bewerten oder so, aber es geht erstmal darum zu sagen, wenn ich einen Song schreibe, wenn ich ein Album produziere, kann ich ja erstmal, was wir vorher hatten, in alle Richtungen gehen. Ja. Aber das tut mir ja gar nicht gut, wenn ich in alle Richtungen gehe, sondern ich muss ja ein bisschen ein Konzept haben, vielleicht, damit man am Ende beim zweiten Song oder beim dritten Song nicht sagt, okay, der erste Song war Reggae, der zweite war Heavy Metal, der dritte ist House. Dann weiß ich nicht so genau, was will der Künstler mir jetzt damit eigentlich sagen. Ja. Oder, ne? Also es geht schon ein bisschen darum, dann auch einen Leitfaden. Und der kann eben für ein Album sein, der Leitfaden. Ja, ja. Beim zweiten Album mache ich einen anderen Leitfaden. Ja. Aber das war so ein bisschen das Ziel. Und war das dann aber auch schon so, wahrscheinlich
bevor ihr in die Uckermark gefahren seid, um dieses Album aufzunehmen, dass du für dich wahrscheinlich schon, wie du es ja eh gesagt hast, sehr konkret für dich wusstest vom Sound, wie soll das klingen, wie soll das werden, mhm. aber praktisch nicht nur für die Drums, sondern auch für die restlichen Instrumente. Genau, ja. Das haben wir vorher uns wirklich überlegt. Ja. Und dementsprechend habe ich auch Vintage-Fälle dabei gehabt. Ich wollte sehr offene Sounds haben. Ich wollte eine Bassdrum, die sehr offen klingt, haben. Ich habe die Sachen tatsächlich alle schon im Kopf gehabt, wie ich sie dann gerne haben möchte. Weil ich muss dann ja auch schon irgendwie zu Potte kommen. Weil wenn ich dann wieder von vorne anfange, dann brauche ich zu viel Zeit. Also ich muss schon wissen, was ich will. Und das war der Fall. Und bei David ging es eben auch darum, so ein bisschen, Retro zu bleiben oder sozusagen auch der Person gerecht zu werden, der kümmert sich nicht um, was ist 2020 hip, das ist ihm egal. Ja. Er kommt von der Straße, ist ursprünglich Straßenmusiker, hat aber eine ganz unglaubliche Stimme und hat auch wirklich Geschichten zu erzählen, weil er wirklich auch Geschichten erlebt hat. Ja. Und das abzubilden in Musik und das abzubilden in diesen Songs, das war das Thema. Es ging also um ihn letztendlich, um dass wir ihn am Ende so rausschneiden aus dem Profil, dass er so ein Profil bekommt, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und da ging es eben darum zu sagen, okay, wir benutzen solche Sounds, wir spielen ein bisschen mehr mit Klavier wieder und das Klavier darf auch ein altes Klavier sein, was man dann benutzt, was ein bisschen schon quietscht oder so. Okay, also es geht schon darum, dass man dann eben das Konzept findet und das Konzept in dem Fall war einfach der Sänger, der diese Stimme und diese Geschichten mitbringt und das wollten wir nicht schon gleich mit zu vielen Sounds auch, sagen wir mal, überdecken, da ging es eben darum, viel Raum zu lassen, deswegen vorhin auch der Beat, ganz einfach, wirklich nur ganz viel Raum. Sehr, sehr interessant. Bei dem Beat muss ich auch nochmal sagen, weil ich selber diese Erfahrung kenne mit, man muss sich auch trauen, wenig zu spielen. Gab es aber irgendwann mal, als du noch wahrscheinlich viel, viel jünger warst und es für dich entdeckt hast, diesen einen Moment, so kurz dieses, darf ich jetzt wirklich so wenig spielen oder ist es auch wirklich cool, sozusagen? Oder so ein bisschen dieses, das hört jetzt ein anderer Schlagzeugkollege, denkt sich, der macht ja nur 3 Schläge. Also gab es mal einmal diesen Moment, wo du so mal, oder in diesem Prozess? Also grundsätzlich ist es so, dass du beim Musikmachen irgendwann mal merkst, wenn du zuhörst, dass du, wenn du zu viel spielst, der Musik eventuell schadest, gerade wenn gesungen wird. Ja. Wir müssen echt unterscheiden zwischen Instrumentalmusik und Musik mit Gesang. Ich habe mich immer mit Musik mit Gesang beschäftigt, weil mich das einfach auch interessiert. Instrumentalmusik wäre jetzt nichts, was mich selber interessiert zum selber machen. Und deswegen kann ich nur dafür sprechen, dass es eben dann man irgendwann mal merkt, okay, jetzt mache ich aber irgendwie alles kaputt durch das, was ich da tue. Ja. Und dann merkt man auch zum Beispiel, wenn man wirklich ganz einfach spielt, wie schwer es auch ist, ja einfach zu spielen. Ist ja eigentlich sauschwer, sage ich jetzt mal. Ja. Und spätestens seit der DVD von Steve Jordan, ich habe den Namen vergessen, wie sie heißt, irgendwas mit In the Pocket vielleicht oder sowas? Nee, ich weiß es auch nicht mehr, das war ja legendär unter uns Trommlern, dieses Ding zu sehen, diese DVD einfach. Und da passiert ja eigentlich nichts Krasses, außer er spielt halt wahnsinnig geile Grooves mit unglaublich geilen Sounds, hat jedes Mal ein anderes Snare, jedes Mal ein anderes Set und zeigt eben, okay, jetzt habe ich hier den Song, das ist ein Rocksong, dann spielt er eben mit der Attitude auch und dann spielt er aber was Funky-mäßiges mit ganz anderen Instrumenten und aber sehr, sehr konstant, sehr, sehr wenig, aber es groovt total und ich meine, wenn man dazu irgendwie tanzen will oder ich weiß nicht, mich bewegt das einfach. Ja, absolut. Ich kipp darauf rein, also für mich ist es richtig ein totaler Genuss da irgendwie. Absolut, ich lieb das auch. Und da schaden die Fills eigentlich fast mehr, als sie Gutes tun. Absolut, ich weiß, was du meinst. Martin, danke dir vielmals. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein durfte. Ich habe dir vielmals zu danken. Checkt seine Geschichten aus. Mockemalheur, David Gaffney. David Gaffney ist jetzt gerade aktuell was erschienen. Genau. Kann man sich anhören. Da habe ich gestern, um ganz genau zu sein, euer neues Video gesehen. Sehr, sehr schön gemacht. Wonder. Genau, David Gaffney, Wonder. Mockemalheur, hört da mal rein, checkt die Sache mal aus, lohnt sich auf jeden Fall. Martin, vielen, vielen lieben Dank dir. Danke dir. Und danke für diesen heißen Tag.